Auch wenn uns Menschen oft vieles trennt, haben wir eines ausnahmslos alle gemeinsam. Irgendwann müssen wir sterben. Schon seit jeher beschäftigen wir uns mit dem Tod, dem Danach und vor allem mit dem Gedanken des ewigen Lebens. Egal ob im Gilgamesch-Epos, der Heilige Gral oder die Frucht vom Baum des Lebens im Garten Eden. Die Geschichte der Unsterblichkeit schlängelt sich durch die Geschichte der Menschheit. Schon jetzt verlängern wir durch verschiedene Technologien unser Leben drastisch. Wenn wir darüber nachdenken, seit welch kurzem Zeitraum unsere Welt digital vernetzt ist, bemerkt man, dass wir wohl erst am Anfang einer Revolution stehen. Doch wie realistisch ist die menschliche Unsterblichkeit? Welche Forschungsansätze gibt es und vor allem, ist sie theoretisch überhaupt möglich? Der britische Wissenschaftler, Bioinformatiker und überzeugte Transhumanist Aubrey de Grey sagt: Der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, wurde bereits geboren. Aber was bedeutet Transhumanismus eigentlich? Der Transhumanismus ist eine Strömung, die es sich vorgenommen hat, den Menschen mit Hilfe von Technologien radikal zu verändern. Die Idee ist einfach, die Beschränkungen, die wir Menschen in physischer, in psychischer, in intellektueller Hinsicht haben, zu überwinden. Und das Ganze mit Hilfe von Technik. Raymond Kurzweil, seines Zeichens Director of Engineering bei Google, ist einer der bekanntesten Vertreter des Transhumanismus. Er sagt: Das Altern ist wie eine Krankheit, die überwunden werden muss. Google hat das erklärte Ziel, eine künstliche Superintelligenz zu schaffen. Und alle Schritte, die auch intern von etwaigen Ethikberaterinnen beispielsweise gegen die Unternehmensführung gegangen werden im Keim erstickt. Natürlich hat Google einen ganz, ganz strikten Business-Hintergrund. Also die werden nicht daran forschen, das Leben mit Sinn zu erfüllen, sondern die wollen Geld machen. Kurzweil prognostiziert einen exponentiell wachsenden Fortschritt im Bereich der Biotechnologie, Nanotechnologie und künstlicher Intelligenz. Er geht von einer technologischen Singularität aus, die bis zum Jahr 2045 eintreten soll. Technologische Singularität ist in diesem Duktus ein Begriff, der bezeichnet einen Moment, ab dem die Technologie so mächtig wird, dass sie den Menschen überflügelt und etwas tut, was einfach nicht mehr vorhersagbar ist. Ja, die Singularität ist eigentlich eine Idee, würde ich sagen, die gar nicht primär im Transhumanismus zu Hause ist, sondern im technologischen Posthumanismus. Aber es ist vor allen Dingen einfach eine Vorstellung einer zukünftigen Epoche, in der sich das menschliche Leben radikal gewandelt haben wird. Und zwar durch das Aufkommen einer künstlichen Superintelligenz. Es gibt vier große Technologien, die sich mit dem Erlangen der Unsterblichkeit beschäftigen. Robotik. Im Bereich der Robotik legen Transhumanisten und Forscher viel Hoffnung. Mithilfe von Nanobots, also Robotern in Nanogröße, soll es ermöglicht werden, das menschliche Leben drastisch zu verändern und zu verlängern. In der Theorie sollen sie in den menschlichen Körper injiziert werden und dort selbstständig Zellen reparieren und erneuern. Wie eine Art Roboter-Ameisenkolonie sollen sie sich auch selbstständig im Körper reproduzieren und Teil unseres biologischen Kreislaufs werden. Einem amerikanisch-chinesischen Forscherteam ist es bereits gelungen, Nanoroboter so zu programmieren, dass sie gezielt Tumore angreifen. Die Tests wurden allerdings bisher nur an Mäusen durchgeführt. Als weiteren prominenten Transhumanisten kann man sicher Elon Musk betrachten. Der Tech-Milliardär will mit seinem Unternehmen Neuralink Minicomputer mit unserem Hirn verbinden. Der Chip soll via Elektroden die Gehirnaktivität lesen, indem er Neuronen abtastet oder stimuliert und drahtlos an Computer weiterleitet. Damit soll es in Zukunft möglich sein, eine Symbiose zwischen Mensch und Computer zu erschaffen. In der ersten Etappe sollen Hirn- und Nervenerkrankungen wie zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer direkt behandelbar werden. Längerfristig soll es möglich werden, nur mit seinen Gedanken Computer zu steuern oder nonverbal zu kommunizieren. Musk sieht diese Verschmelzung von Mensch und Technologie als notwendig an. Laut seinen Aussagen ist es der einzige Weg, uns in Zukunft vor künstlicher Intelligenz zu schützen. Ich glaube, wir haben nicht den Luxus, unsere Verantwortung einfach auf Unternehmen auf die institutionelle Ebene abzulagern. Wir tragen Verantwortung auf allen möglichen Ebenen. Wir tragen Verantwortung als Individuen, wir tragen moralische Verantwortung, solange wir uns als handlungsfähige, erwachsene Menschen betrachten. Tun wir uns keinen Gefallen damit, wenn wir uns eigentlich zu unmündigen Kindern degradieren. Weil wer passt dann auf uns auf? Die Unternehmen?
Amazon, Google, die Politik. Wer ist das denn bitteschön? Und wollen wir tatsächlich politischen Führungspersönlichkeiten die vollständige Kontrolle über uns geben? Nein, sicherlich nicht. Gentechnik. Sollten Wissenschaftler ein Unsterblichkeitsgen entdecken, wäre es theoretisch möglich, das Altern zu stoppen, eventuell sogar rückgängig zu machen. Im Bereich der Biotechnologie gibt es einige Ansätze am Weg zur Verbesserung des Menschen. Als Zukunft der Medizin gelten beispielsweise Bioprinter. Dabei handelt es sich um 3D-Drucker für Organe und organisches Material. Die Technologie steckt zwar noch am Anfang, allerdings wurde bereits ein vollständiges menschliches Herz hergestellt. Im Bereich der Genforschung können wir uns eventuell sogar einiges von unseren tierischen Mitbewohnern abschauen. Der im Mittelmeer beheimateten Qualle Turritopsis dornii ist es möglich, durch die Umwandlung von Zellen biologisch unsterblich zu werden. Dafür lässt sie sich auf den Meeresboden sinken und mutiert wieder in ihre ursprüngliche Form als Polyp. Anschließend verwandelt sie sich wieder in ihren Quallenzustand. Diesen Vorgang kann sie unendlich oft wiederholen, was sie praktisch unsterblich macht, sofern sie nicht durch äußere Gewalt vernichtet wird. Kryokonservierung. Bisher wird dieses Verfahren hauptsächlich für Keimzellen wie Spermien und Eizellen verwendet. Bei der Kryokonservierung werden die Zellen mit flüssigem Stickstoff bei 196 Grad Celsius eingefroren, um sie so für eine spätere Verwendung aufzubewahren. Auf größerer Ebene sieht die Sache wieder ganz anders aus. Da es sich hier um einen komplexen technischen Vorgang handelt, ist es uns zwar möglich, Organe einzufrieren, allerdings sind sie nach dem Auftauen nicht mehr funktionsfähig. Es gibt einige Unternehmen, die diese Technik bereits für Menschen anbieten. Der Haken dabei: Man muss um die $200.000 zahlen und davor sterben. Die Kunden dieser Technologie hoffen darauf, dass es in der Zukunft irgendwann möglich sein wird, tiefgefrorene Menschen wiederzubeleben, in welcher Form auch immer. Scientists are mostly skeptical. A model demonstrates how one person, a California man who died of cancer, has already been frozen. A freezing liquid replaces the blood supply. And the subject is wrapped in aluminum foil and placed in a capsule at 220 degrees below zero centigrade. Klonen. Als 1996 Dolly das Schaf das Licht der Welt erblickte, war es soweit. Das erste Tier wurde durch ein Klonierungsverfahren erzeugt. Klonen ist vermutlich die fortschrittlichste aller Unsterblichkeitstechnologien. Forschern der University of Portland ist es gelungen, Embryonen aus menschlichen Hautzellen herzustellen. Im Prinzip könnte man jetzt bereits Menschen klonen, allerdings in Verbindung mit sehr vielen unbekannten Faktoren und Risiken. Auch aus ethischer Sicht ist es eher fragwürdig, ob wir jemals einen Menschen klonen werden. Digitalisierung. Die vollständige Digitalisierung des Bewusstseins könnte man wohl als Endstation der Unsterblichkeitsforschung bezeichnen. Dabei könnten wir hypothetisch unsere biologischen Körper verlassen und nur mehr als digitales Individuum existieren. Für sowas wie das Mind-Uploading muss man auch erstmal die Theorie teilen, dass man den Geist vom Körper trennen kann. Dass man den Geist selbstständig auf ein anderes Medium übertragen kann. Und das ist eine Theorie, die viele Menschen für absolut unrealistisch halten. Der Transhumanismus zielt darauf ab, die Evolution selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ja die ganze Idee dahinter. Evolution ist natürlich da, natürlich entwickeln sich Dinge weiter. Nur der Mensch hat sich über Millionen von Jahren entwickelt. Die Technologie, von der wir reden, ist seit 30, 40, 50 Jahren aktuell. Wir sind da ganz am Anfang und ich sehe nicht, warum das uns Menschen da schon befähigen sollte, jetzt Gott zu spielen. Das kann es nicht sein. Diese Technologien, von denen da die ganze Zeit geschwärmt wird, die existieren überhaupt nicht und die werden auch, wenn überhaupt, ich will jetzt nicht sagen, wir werden es nicht erleben, sondern es werden viele Generationen nicht erleben, bis das mal soweit ist. Weil wir eben ganz andere fundamentale Probleme momentan zu lösen haben. Wir müssen mal schauen, wie wir unseren Planeten in Ordnung bringen, dass wir sowas überhaupt erleben können als Menschheit. Das sind viel, 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 viel dringendere Probleme. Sollte es trotz aller Zweifel technologisch jemals möglich sein, kann man nur darüber spekulieren, was mit der Menschheit passieren würde und wie es dahin kommt. Vielleicht werden wir dadurch die biologische Sterblichkeit auslöschen und unser eigener Schöpfer werden. Wir hätten uns zwar technologisch weiterentwickelt, aber als Mensch wahrscheinlich nicht. Und die Endlichkeit des Menschen, die Sterblichkeit des Menschen gehört zu seinem Wesen einfach dazu. Wir haben nur verlernt, uns damit zu beschäftigen.